Ja, hallo, liebe Sahne-Familie. Wenn ihr euch erinnern könnt, letzte Woche Donnerstag stand ich genau an der Stelle und habe euch gesagt, yay, 1:1 Betreuung im Studio, das können wir umsetzen. Dann Freitag die Retour, alles wieder zurück, harter Lockdown und noch härter und noch doller. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Themen, die das rechtfertigen, alles zu schließen wollen, das Gesundheitsstudio zu schließen, sind für mich in meinem Wertesystem nicht nachvollziehbar. Denn mich zu Hause hinzusetzen und zu warten, bis alles vorbei ist, liegt mir persönlich fern. Ich habe was anderes gelernt. Ich habe gelernt, wenn ich mein Immunsystem stärken will, wenn ich gesund bleiben will, dann brauche ich regelmäßig Bewegung, ich brauche gesunde Ernährung, ich brauche ausreichend Schlaf, Regeneration. Und davon bleibt natürlich in der Bundesregierung momentan alles irgendwo fernab. Jetzt haben wir uns überlegt im Team, was können wir machen, um wach zu rütteln, genau zu zeigen, es gibt nicht nur Corona und es gibt noch andere Themen wie Bluthochdruck, Diabetes, Gelenkschmerzen, Arthrose, Übergewicht. Alles Dinge, die auch krank machen würden, wenn wir sie nicht präventiv behandeln oder versuchen zu rehabilitieren. Und wir denken, ein Aufrufvideo wäre an dieser Stelle sehr, sehr hilfreich. Von daher, jetzt bist du gefragt. Und zwar, wir wollen gemeinsam mit dir ein Video kreieren, das wir an die Politiker rausschicken. Wir haben Kontakte zum Wirtschaftsminister hier in Brandenburg, dass die merken, dass Gesundheitstraining wichtig ist und ihr damit euch gesund erhaltet und nicht sitzt und wartet in eurem Kämmerlein zu Hause, bis dann irgendwann mal im Sommer die Türen wieder offen sind und danach geht alles von dem anderen körperlichen wesentlich schlechter. Von daher folgender Aufruf an dich: Nimm einfach dein Handy in die Hand, hol dir einen Freund oder einen Partner, der das Telefon hält, oder halt das Handy selber in Form von Selfie-Modus in dein Gesicht und sage folgenden Satz: Ich brauche mein Training. Und wenn wir ganz, ganz viele Stimmen sammeln, die genau das Gleiche fordern, glaube ich, dass doch irgendwann mal an dem Punkt in der Politik der Druck erhöht wird, dass das gesundheitsfördernd ist und ich nicht warten muss, bis ich erst einen Herzinfarkt habe, bis ich dann zur medizinischen Reha gehe, wo ich dann vielleicht noch höre, wie heute am Telefon, ja, in der medizinischen Reha machen sie zurzeit auch nichts, außer draußen spazieren gehen. Ja, dann frage ich mich, ob hier alles vergessen ist und wir wirklich nur noch den Fokus auf ein was haben und das alles andere im Leben spielt keine Rolle mehr. Bitte, bitte unterstützt uns, unterstützt sich selber, kämpfe selber und trage deinen Teil dazu bei, dass wir hier wieder aufmachen können. Sage folgenden Satz in das Telefon: Ich brauche mein Training. Schick dieses kurze Video an uns und wir versuchen damit auch ein Zeichen zu setzen. Ich danke dir jetzt schon für deine Unterstützung und bis bald. Ciao, ciao.